Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Platin. So, ich habe mal vorsichtshalber die Uhrzeit umgestellt, damit wir in diesem Part vielleicht noch Shaman fangen können. Also los. Gehen wir in den nächsten Kampf. Irgendwie läuft es gerade ein bisschen langsamer, warum? Naja, egal. Auf jeden Fall hat der Gegner insgesamt 6 Pokémon, okay. Das ist übel. Immerhin können wir Parasect mit Eisschrei relativ gut klein halten. Deswegen sollte es nicht zu schwierig werden. Dann nehmen wir Matschbombe. Ach komm, nehmen wir Matschbombe. Das hat dann auch noch schön den Step drauf. Und Turbo-Tempo. Wow. Okay, war ein Volltreffer, aber trotzdem. Turbo-Tempo ist eigentlich nicht so stark, dachte ich. Also hat, glaube ich, 90 Stärke und ist ein First Strike. Also ist so ziemlich der stärkste First Strike, aber trotzdem. Ein bisschen krass war das gerade eben schon. So, Panferno. Und Rizeros. So. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Surfer. Ich denke, das wird ganz lustig hier. Okay, es wird auf 3 aufgeteilt. Was dann auch nochmal die Stärke niedriger macht, aber mit einem Volltreffer reicht es natürlich erstmal für Panferno. Dann Akani bitte nicht. Oh, schon wieder ein Volltreffer, oder? Nee. Wow, sind wir so viel stärker geworden. Und für Rizeros reicht es auch. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das war einfach. Level 62 für Quabbel. So, und Mashok. Ein Pokémon fehlt noch. Wusste ich doch. Ein Magma. Okay, gegen Magma haben wir dann wieder die Kaskade. Ich hoffe, Akani greift das Mashok an. Ja, es liegt jetzt doch ein bisschen was. Ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Seit der letzten Aufnahme, also ein paar Stunden. Aber halt immer noch am selben Tag. Und ich bin irgendwie immer noch extrem, ja, müde, keine Ahnung. Naja, eigentlich komisch, ich habe gerade eben meinen PC neu gestartet und auch gewartet, bis er vollständig hochgefahren ist und trotzdem gibt es einzelne Lecks. Das ist irgendwie echt komisch. Naja, so, Matschbombe. Da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Spezielle Attacken sind sowieso gegen Mashok besser. Aber es reicht trotzdem nicht ganz. Aber der Feuerzahn sollte auf jeden Fall reichen. Okay. Das war's. War das gerade eben normal, was der da gesagt hat? Das weiß ich gar nicht. Naja, so. Kommen wir zu euch. Die hätten wir auch umgehen können, indem wir gesurft hätten, aber nein, ich will alle Trainer hier machen, weil da kommt bestimmt auch ein bisschen was für den nationalen Pokédex noch bei rum. Glaube ich zumindest. Zum Beispiel dieses Dratini ist bestimmt neu. Das war im normalen Pokédex nicht so. Also im Sinnoh-Dex. So. Gegen Dratini kommt natürlich der Eisstrahl. Sollte auf jeden Fall sehr effektiv sein. So. Entschuldigung, ich muss mich schon wieder am Ohr kratzen. Irgendwie habe ich es heute mit den Ohren.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass da einfach die Headset-Kopfhörer drauf liegen und ja, da fangen die dann schon mal an zu jucken. Aber jetzt habe ich sie irgendwie falsch. So. Und Knarksel, natürlich kommt dann der nächste Eisstrahl. Und Turbo-Tempo, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, oder? Nicht wirklich. Aber gut. So, dann kommt noch ein Eisstrahl. Und das war's auch für Knarksel. Yay! Ich hoffe wirklich, wir kommen bald zu Shaman. Ja, ich hab's jetzt verraten. Oh mein Gott. Wir wollen in diesem Part hier nach der Höhle Shaman fangen. Weil ich mich auch frage, geht das überhaupt in der Nacht? Wenn nicht, dann habe ich einen riesen Fehler gemacht. Aber mal schauen. Weil das könnte echt so ein Pokémon sein, was es nur am Tag gibt, da. Aber ich lasse mich überraschen. Ich kann es ja immer noch umändern. Ich will jetzt erstmal versuchen, es in der Nacht zu fangen, weil da ist die Fangchance natürlich deutlich besser. Wobei es ja eigentlich... Oh. Nein. Nicht das, sondern hier. Jetzt mal ehrlich, ich hab doch... Egal. Hier ist auch nichts, ne? Hä? Was war das gerade eben? Das hängt einfach ein bisschen nach. Das ist ganz komisch. Moment mal, ich fix das kurz. Bis gleich. So. Mal sehen, ob es jetzt besser ist. Ich merke schon mal nichts. Also ich habe Frameskip höher gemacht, habe ja, was Bestimmtes angemacht. Aber wirklich was helfen tut's auch nicht. Ist irgendwie komisch, warum es da gerade leckt. Palimpalim, irgendwie können wir hier mit Quabbel nicht wirklich was machen. Palimpalim ist sogar ein Psycho-Pokémon. Deswegen könnte uns das tatsächlich gefährlich werden. Deswegen, ja, egal. Machen wir einfach mal Kaskade gegen Palimpalim. Palimpalim ist nicht besonders stark, also... Was sollen wir von Palimpalim erwarten? Vor allen Dingen auf Level 52, also... Hat schon ein schlechtes Pokémon und dann auch noch, auf so einem schwachen Level. Ladestrahl. Ah, okay. Ladestrahl ist nice. Aber da sieht man auch schon wieder, wie wenig das abzieht. Und Donnerschlag. Hilfe. Und der Angriff von Zwirfitz ist nicht zu verachten. Naja. So, und wenn du jetzt nicht bald jemanden angreifst, dann greife ich ja ein. Ach, das gibt's doch nicht. Wie bescheuert eigentlich hier, ne? Dieser Arcani. Hätte er mit irgendeiner Feuerattacke lieber Zwirfins angegriffen. Aber Level 63 schon für Quabbel, das gibt's doch nicht. Wie schnell das einfach geht. Naja. Ja, irgendwie ist das auch scheiße. Und ihr merkt ja auch, das ist immer so sprunghaft jetzt. Weil ich Frameskip aktiviert habe. Das heißt, jetzt wird jeder... Ich glaube, dass so ist, dass ein... Nee. Egal. Vergesst es. So. Da werde ich jetzt mal ganz sicher Holy Flame einfach reinschicken. Sollte auf jeden Fall mal die sicherste Variante hier sein. Matschbombe. So, und auf Holy Flame kommt dann noch ein Donnerschlag. Ja, ja, alles in Ordnung. So, Knirscher, auf wen denn?
Ich habe irgendwie Angst vor Gengar. Auch wenn es nur Matschbomben macht, aber es hat einen hohen Spezialangriff. Ein zu hohen. Nein. Krass. Jetzt ernsthaft. Auch wenn es ein Crit war. So hoch hätte ich das jetzt nicht eingeschätzt. So. Dann kommt Mr. Einauge dran. Mal sehen, was sie reinschickt. Nichts! Dann soll ich das hier alles alleine machen, ja? Erstmal failen und dann nichts dagegen machen. Naja, egal. Finsteraura, das okay. Ja, nicht sehr effektiv, war klar. So, und wir setzen Ladungsstoß ein, was beide treffen sollte. Und paralysiert. Jawohl. Ein paralysiertes Gengar ist ein nutzloses Gengar, wie man so schön sagt. Was auch wirklich so ist. Aber Feuerschlag, aua. Sage ich nur. Ist sehr effektiv, aber... Alter! Wie wenig das einfach abzieht. Dieses Zierfest ist nicht gut trainiert. So. Und dann... Ja, hätten wir, glaube ich, diesen Gegner schon geschafft, oder? Nein, noch einen. Okay. Alpollo. So, was machen wir gegen Alpollo? Ich würde sagen, wieder ein Ladungsstoß. Irgendwie, ich bin heute ein bisschen neben der Spur, ist echt so. Ich muss immer M sagen. Was machen wir denn jetzt? Naja. Aber ich hab wirklich übelst Lust, gerade aufzunehmen. Auch andere Projekte. Macht einfach gerade Spaß, ja? Ich muss einfach aufnehmen hier. Aber da kommen wir nicht lang, außer wir surfen. Wollen wir surfen? Dann kommen wir surfen jetzt einmal. Oh, Surfer kann nicht eingesetzt werden, wenn mich jemand begleitet. Das gibt's doch nicht. Dann müssen wir diese Höhle später nochmal erkunden. Mal schauen. Ja, ja. Vor allen Dingen, der alte Sack sieht gar nicht aus wie ein alter Sack, ne? Ich finde das sowieso immer am lustigsten. Erstmal zeigen sie einen Glatzkopf und dann ja, kommt so ein Typ mit vollem Haar und... Ja, in Ordnung. So, hier haben wir mal wieder richtig schlechte Karten mit Quabbel. Ein Psycho-Pokémon haben wir auch nicht mehr. Was eigentlich schade ist. Aber wir haben Holy Flame und Holy Flame kann das mal wieder rocken hier. Gegen diese Käfer-Pokémon. Und Feuerzahn, jawoll. Scarabon hätte uns jetzt wirklich noch gefährlich werden können. Tut das auch noch, verdammt. Aber es... Jawohl, es ist verbrannt. Mehr Glück kann man ja nicht haben. Und es schreckt auch noch zurück. Einfach nur geil. Und das war's. Und ich werde jetzt sowieso nicht mehr wechseln, weil wir haben... Ja, die perfekten Karten einfach. Obwohl. Das ist nicht so gut. Oh, verdammt. Naja. Ich werde jetzt erstmal alles auf Machomai konzentrieren. Ich habe nämlich keine Lust gegen Machomai oder von Machomai da eine Reingauen zu bekommen. Aber natürlich setzt der Feuerzahn auf Postelka ein. Yay! Ach ja, du bist so schlau. Aber naja, kann man nichts machen. Es setzt zum Glück nur Grimasse ein. Was unsere Initiative aber runtersetzt, leider. Und langsam wird es hier echt gefährlich für Holy Flame. Ich muss, glaube ich, sogar wechseln. Ich tue es aber nicht. Den Gefallen tue ich jetzt nicht. Okay, Schutzschild von Hippotaurus. Und Turbo-Tempo.
Nice. Sollte es das schon gewesen sein? Jawohl. Okay. Aber Hippotarus kann das jetzt natürlich noch reißen. Moment mal, wir haben Giftspitzen draußen und ich habe ein Gift-Pokémon. Und Gift-Pokémon können doch normal nicht vergiftet werden, oder? Ich habe da sowas im Kopf. Einfach mal Quabbel rein. Ja. Passiert nichts. Und Arcani ist... du Idiot! Mann, das gibt's doch nicht. Komm, jetzt irgendein Pokémon, was Erdbeben kann oder so. Ja, jetzt sind wir zwar nicht vergiftet, aber verbrannt. Du bist echt ein Idiot. So, aber wir haben ja noch eins, was gegen die Giftspitzen immun ist. Nämlich unser Star. Es hat keine Wirkung. Jawohl. Pech gehabt. So. Eigentlich haben wir die perfekten Pokémon gegen so Stachler und so, ne? Merke ich gerade so. Wir haben viele, die denen das gar nichts anhaben kann. Naja, bis natürlich, bis auf Ding. Also Stachler kann natürlich den meisten doch was anhaben, aber so Giftspitzen nicht. Ja. Okay, und Arcani ist jetzt down, würde ich mal sagen. Wir müssen einfach nur drin bleiben, aber Arcani sollte jetzt gleich down sein. Können wir irgendwas machen? Komm, mach mal auflockern. Und auflockern. Der Fluchtwert sinkt, lol. Naja. Einfach mal was gemacht. Und Schaufler. Ja. Tschüss, Arcani. Ich war nicht daran beteiligt, ne? So. Aber vielleicht wäre es ja auch daneben gegangen, aber trotzdem. Ich glaub's nicht. So, Spukball dann noch auf Hippotarus. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Auf jeden Fall mal mit Hippotarus. Und dann kommt noch ein Pokémon, glaube ich. Eins war da noch. Oder vielleicht auch zwei. Nee, kann eigentlich nur eins gewesen sein. Genau. Ein Gyarados. Yay. Mit Eiszahn vielleicht. Aber ich hoffe mal nicht. Und ich hoffe, dass jetzt auch Luftschnitt seine Wirkung zeigt. Dass es zurückschreckt. Jawohl. Weil, ja, wie ihr wisst, Luftschnitt oder generell Star, ja, hat ja die Fähigkeit, dass die Attacken, also die Fähigkeiten von den Attacken, also die besonderen Effekte halt, dass die häufiger auftreten. Was auch nice ist. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt im Let's Play, aber für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, bei mir kann man auch was lernen hier, ne? Ja, ich denke, die meisten von euch werden es auch schon gewusst haben, weil es einfach auch gerne mal in Wi-Fi Battles verwendet wird, diese Taktik. Ach, da geht es schon. Und wir sind bei 19 Minuten angelangt. Lohnt es sich noch? Ich bin mir da nicht so sicher. Ah doch, ich denke, es wird sich noch lohnen. So, hier ist sogar noch was los, ne? Hier sind noch ein paar Trainer. Den werden wir mal nach vorne tun. Für die. Ich glaube, Holy Flame. Aber für Shaman sollten wir auf jeden Fall mal was anderes nach vorne tun. So, der Astrainer bekommt jetzt auch nochmal schön aufs Maul. Jawohl, passt. Oh Mann. Ich muss immer so komisch aufseufzen, das ist ganz komisch. So. Ja,
Irgendwie, ich bin heute nicht auf der Höhe. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. So, Flammenwurf. Okay. Und... wow, was ein Angriff. Und Garados. Oh, wow, wow. Pokémon wechseln auf jeden Fall zu Mr. Einauge. Oh yeah. Mr. Einauge wird es hier schon schaffen. Obwohl Garados natürlich, glaube ich, schneller ist, ne? Natürlich, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall schneller. Deswegen... ja. Nassschweif. Das tut natürlich weh. Garados hat eben einen relativ hohen Angriff. Aber trotzdem hätte ich lieber Kaskade genommen als Nassschweif. Obwohl Nassschweif natürlich 90 Stärke hat und Kaskade glaube ich nur 80, ne? Sollte hinkommen. So, da ist noch ein Item. Upgrade, jawohl. Damit können wir Porygon 2 zu Porygon Z entwickeln. Und hier ist noch ein Trainer. Und dann sind wir auch gleich schon an der Stelle angekommen, wo ich hin will. Oh, ein Slimog. Okay. So, nichtsdestotrotz Flammenwurf. Wollen wir den Dreck mal wegbrennen? Slimog ist eigentlich auch ein cooles Pokémon. Also, jetzt zwar... ich denke mal nicht, dass es so... unbedingt stark ist. Ja. Aber ich finde das irgendwie in der Serie richtig lustig. Weiß auch nicht. Vor allen Dingen ist es da irgendwie total overpowered, weil es sich einfach auf jeden Gegner draufwerfen kann. Oh, Toxin! Das ist nicht gut. Okay. Ich denke, Slimog will ich jetzt noch besiegen, aber dann werde ich wohl auswechseln. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auswechseln, weil sonst... Das geht einfach auch keine Kuhhaut hier. Und wir haben natürlich unser Kampf-Pokémon nicht dabei. Naja. Egal. Komm, Forest, du hast schon lange nicht mehr hier gekämpft. Sieht man ja an deinem Level. Oh, Anfang Level 60, mit dem habe ich echt nie gekämpft. Das ist ja noch vom Training. Hilfe. Naja. Erdbeben. So. Oh, fast. Und Feuersturm, ja klar. Mhm. Ja. Natürlich hat das viel Feuersturm. Das wusste ja auch direkt, dass ich ein Pflanzen-Pokémon einsetze gegen es, ne? Oha. So, Kraxler. Weiß auch nicht, warum ich jetzt Kraxler eingesetzt habe, aber es reicht auf jeden Fall. So, und es gibt... naja, geht so. Ja. Geht so, EP halt. So, Magnaien. Ah, Angriff schon wieder. Ja, naja, egal, Erdbeben. Magnaien hat jetzt auch nicht so unbedingt den super, die super Verteidigung, ne, also. Naja, aber durch den Bedroher reicht es auf jeden Fall mal aus, um einem Erdbeben standzuhalten, aber das zweite wird jetzt auf jeden Fall nicht überleben. So, wow, der Part ist schon ziemlich lang. Ich dachte, dass wir da schneller durchkommen, aber naja. Shaman wird aber auf jeden Fall noch gefangen, ne? Oh. So, was haben wir denn? Haben wir noch Beeren oder sowas? Gegen Vergiftung, da haben wir doch noch was. Nichts prüfen. Das hasse ich so. Das Einsetzen nicht direkt dort ist, wo man normal A drückt. Das
sofort. Naja, egal. So, hier ist auch noch ein Trainer, okay. Gegen den sollte ich wohl eher Star einsetzen. Weil Kampf-Pokémon sind jetzt nicht unbedingt so für Holy Flame gedacht, ne? Nicht wirklich. So, Rabaut. Das sollte eigentlich ein leichtes sein. Luftschnitt und der Fisch ist rasiert. Luftschnitt und rasiert, ja. Ja. So. Nicht wirklich viel EP, aber es hat auf jeden Fall mal ein Kikli. Und ich glaube, das ist auch im nationalen Pokédex, ne? Nur enthalten. Nice, nice. Also es lohnt sich hier wirklich mal vorbeizuschauen. Und für Shaman auf jeden Fall. Shaman. Ja, ich mag Shaman irgendwie. Es kann auch wirklich stark sein. Hat mich echt gewundert. Also es hat mal keinen schlechten Angriff, ne? Und deswegen schön mit Schwertern spielen. Naja. So, ein Käfersammler. Luftattacken sind da doch relativ gut. Flugattacken, ja. Seht ihr, ich bin echt, ja. Aber natürlich ein Aerodactyl. Trotzdem. Kein Problem. Ach so, ja. Und wir sind sogar noch langsamer. Was ist denn da los? Naja, so, dann Quabbel. Quabbel sollte da bessere Chancen haben eigentlich. Da können wir dann auch gleich mal ein bisschen mit Eisstrahl angreifen, oder? Was haltet ihr davon? Obwohl eigentlich der Surfer besser wäre, ne? Egal. Es reicht trotzdem. Also, was soll die Rumdiskutiererei? Und es hätte massig EP gegeben. Oha. Na, Aerodactyl ist noch nicht mal ein Pokémon aus dem nationalen Pokédex, ne? Ach so, da ist noch einer. Herrgott. An dem hätte man sich aber auch vorbeischleichen können, ne? Sobald nämlich die Trainer aus dem Bildschirm draußen sind, können sie einen nicht mehr angreifen. Ein Meter groß! Ja, leck mich doch am Arsch. Es wird jetzt aber nicht mit einem Wechsel rechnen, deswegen wird es wahrscheinlich nur Sternhieb einsetzen. Nein, Magnetflug! Okay. Wahrscheinlich will es sich vor, ja, Bodenattacken einfach schützen. Ja, klar will es das. Ich meine, es hat ja eine Schwäche dagegen. Aber der Flammenwurf reicht dank einem Volltreffer aus. Und Metacross geht down. Oh, das muss hier... Ja, das gibt auf jeden Fall viel Erfahrung. Aber leider wird sie geteilt, deswegen doch nicht so viel. Naja, so. Was ist denn da oben noch los? Ein Mirabler! Ein Mirabler! Ein Pokémon, was man, glaube ich, nur nachts hier antrifft. Ein cooles Pokémon. Geht so. Naja, dahin war noch ein Item, habe ich gesehen. Deswegen werden wir da mal gucken, ob wir da lang surfen können. Können wir aber gar nicht, ne? Dann müssen wir da oben lang. Dann können wir erst zu dem Item. So ein Scheiß. Naja. Ist hier ein bisschen, verzwickt alles, ne? Habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass es hier so, viele Abzweigungen noch gab oder dass die Route so lang war einfach. Wundert mich jetzt echt. Und Altaria, okay. Ja, komm, Luftschnitt. Wir sind sogar noch schneller. Altaria war ja eigentlich die Wahl statt Star, ne?
Ich hätte gern mal mit Altaria gespielt, aber Star hatte doch dann Vorrang, weil es da einfach cooler ist. Also erstmal war natürlich Altaria drin im Team, ne? Aber dann doch Star. Ist halt so. So, Seemon. Auf jeden Fall mal Pokémon wechseln. Was setzen wir ein? Hier, Mr. Einauge natürlich. Die wollen uns hier tatsächlich vor Shaymin noch mal ein bisschen schwächen, ne? Aber ein Glück haben wir ja eine Top-Genesung eingesammelt und ich glaube, ich habe auch ein bisschen eingekauft, ne? Irgendwann mal habe ich schon eingekauft. Oh, Drachentanz. Das ist nicht gut. Und das ist schon schneller als wir. Ja, eigentlich kein Wunder. Ja, es heißt ja auch Seemon das Drachen-Pokémon, obwohl es nichts mit dem Typ Drache zu tun hat. Also es ist noch nicht mal ein Drachen-Pokémon, aber es wird das Drachen-Pokémon genannt. Ist ja auch irgendwie komisch. So, Level 62 für Mr. Einauge. Und weiter geht's. Hier ist noch ein Item. Fatum-Knoten. So. Und hier unten ist noch, auch noch ein Item, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Dann müssen wir nochmal surfen. Aber wie man da hinten hinkommt, das ist gerade irgendwie, ist mir irgendwie gerade ein Rätsel. Ein Hyperball, ja, bringt mir jetzt wirklich viel. Ist so ein Opferball, was man so mal einsetzen kann, wenn man keine Lust mehr auf keine Lust mehr hat auf Finsterball. Aber sonst. Und Pilipper Level 37 habe ich den Schutz nicht mehr an. Könnte das der Grund sein, warum hier Pokémon auftauchen? Beutel hier. So, super Schutz. Okay. So, was haben wir hier noch? Nichts. Achso, hier hätten wir sofort hin können. Aber da hinten war noch ein Item. Hier. Ein Wiederball, okay. Moment mal, können wir da lang? Nee, da können wir nicht lang. Ich finde, es sieht auch ein bisschen komisch aus. Es sieht alles so abgeschnitten aus. Ich bin ja auch gerade dabei, ein Pokémon-Hack zu erstellen. Beziehungsweise kein Hack, ein ganzes Spiel mit dem RPG-Maker. Und ja, ich achte da schon immer so auf so Sachen, dass es ein bisschen abgerundet ist. Und hier sind wir richtig. Da ist irgendwas in dem Stein und da kommt dann auch wer, wenn wir den Stein ansprechen. Aber wie kommt man da jetzt hin? Verdammt. Das kann doch nicht sein, ich komme da nicht hin. Naja, Shaymin werden wir dann auf jeden Fall mal im nächsten Part fangen. Ist hier noch irgendwas? Natürlich, hier. Schutz wirkt nicht mehr. Schutz geht aus. Nur noch 11. Oh mein Gott. So. Dann noch den hier. Dann haben wir ja alles geklärt. Und dann gibt Shaymin im nächsten Part. Denke ich mal. Auch wenn der Part hier jetzt ewig lang ist und auch ewig lang braucht, um hochzuladen. Naja, geht eigentlich. Geht wirklich, also. Pokémon ist jetzt, macht jetzt nicht unbedingt so große Dateien. Das habe ich immerhin in einer halben Stunde oder so hochgeladen. Also da merkt man auch mal wieder 50 Megabyte, ne? Eine halbe Stunde, das ist krass. Naja, und wieder ein Spukball. Oh, Gedankengut. Das ist nicht gut. Dieses Simsala könnte mir tatsächlich hier noch großen Schaden anrichten. Nein! Komm, mach keinen Scheiß! Oh, oh mein Gott. Die Psychokinese haut jetzt rein. Was? Alter! Glaube ich jetzt nicht. Wow, Star. Unglaublich. So eine hohe Spezialverteidigung. Jetzt aber ernsthaft. Ich hätte gedacht, das killt mich jetzt. Also normal
wenn ein richtig gut trainiertes Simsala, ja, das macht das dann mit ohne Probleme fertig. So, du noch? So, und wir haben immer noch Star vorne, ne? Eigentlich blöd. Naja, Traunfugil. Wir haben immerhin die Resistenz gegen Geistattacken. Was auch gut ist. So, was ich auch irgendwie lustig finde, ne? Geist hat gegen Normal keine Effektivität und Normal gegen Geist nicht. Ist irgendwie so, ja, ein bisschen komisch. Ach komm, weiterkämpfen. Alpollo ist jetzt auch nicht wirklich ein Gegner. Glaube ich zumindest. Alpollo ist jetzt nicht wirklich gut. Nee. Ja, das war's auch. Also man müsste wirklich Alpollo zu Gengar weiterentwickeln, damit es ein ernstzunehmender Gegner wäre. Aber Gengar ist dagegen schon wieder... krass. Finde ich zumindest. So, da kommen wir gar nicht lang. Ah doch, wenn wir hier lang gehen. Kommen wir dann hier hin. Und hier können wir... darüber surfen. Also es wäre auch ein alternativer Weg gewesen dahin, oder? Ah ne, da sind noch Bären. Ich glaube, die hole ich mir auch noch. Ja, komm. Die holen wir uns auch noch. Und AP Top. Nice, nice. AP Top ist ein sehr gutes Item. Aber ihr wisst sowieso alle schon, was das bewirkt, wahrscheinlich. Also, ja, für die, die es nicht wissen. Die AP wird aufs Maximum gesetzt. Wirklich richtig gut. Und zwei Citrobären. Drei... Morbbeeren. Kann man gute Pokeriegel draus machen, aber die bringen nicht wirklich was. Nanabären. Was irgendwie komisch ist. Ich hätte es eher so gemacht, dass die Pokeriegel so Heilkräfte hätten, ne? Also, dass man damit auch seinen Pokémon heilen könnte. Weil dann könnte man sich hier wirklich einiges aufbauen. Und dass man die dann auch verkaufen könnte, weil dann könnte man wirklich endlos Geld machen. Kann man ja in diesem Spiel eigentlich sowieso schon. Es gibt da so ein Restaurant, wo man endlos rein kann. Ah, jetzt habe ich mich verlaufen hier. Ah, nee. Geht. So, dann machen wir hier im nächsten Part weiter, oder? Oder, Moment, ich laufe noch schnell zu dem Felsen und schaue, ob das überhaupt funktioniert, weil... Auf jeden Fall mal offscreen, ja. Ich mache das offscreen. Ist nichts, ist da noch was? Dann kann ich nämlich auch hier... Ah, eine Perle, okay. Eine Perle! So, dann... Nee, nicht da lang, sondern hier. Ah, der Weg ist so lang. Dass da der Schutz hält, das ist echt... Nein, nicht runter, da lang. So, dann sehen wir uns im nächsten Part an dieser Stelle hier wieder. Hier sind noch ein paar Sachen, vielleicht. Nein? Also in so Stein ist ja immer ganz gern mal was drin. Nein, ist aber nicht. Also, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wie gesagt. Also, bis dann und ciao.